in einen Topf. Heute Kaffee. Was haben Ziegen mit Kaffee zu tun? Und welches Land hat extra Gesetze für Espresso? Kaffeebohnen sind eigentlich die Samen im Inneren einer roten Beere. Nach einer Legende entdeckten äthiopische Hirten zuerst die Auswirkungen des Koffeins in Kaffee. Ihre Ziegen tanzten nach dem Essen von Kaffeebären. Kaffee ist das liebste Getränk der Deutschen. Pro Jahr trinkt hier jeder im Schnitt 165 Liter Kaffee. Mehr als Bier und Mineralwasser. Der Kaffee schmeckt und er belebt. Eine Tasse Filterkaffee enthält bis zu 120 Milligramm Koffein. Dreimal so viel wie die entsprechende Menge eines Energy Drinks. Die alte arabische Kultur erlaubte Frauen die Scheidung nur aus einem einzigen Grund: wenn ihr Mann nicht für genug Kaffee sorgte. Passend. Johann Sebastian Bach schrieb eine Oper über eine Frau, die süchtig nach Kaffee war. Und damit der nicht zu teuer wird, regeln in Italien Gesetze den Preis von Espresso, der am Tresen getrunken wird. Hier gilt Kaffee als ein wesentlicher Bestandteil des täglichen Lebens. Thank you.